Hallo, hoi, koi, soi, was geht ab, Leute? Ich bin MC von Master Element und heute zeige ich euch mal ein Tutorial, wie ihr euren PC, Laptop, Gedöns schneller machen könnt. Ja, bei mir ist es nicht der Fall, aber naja, ich habe es versucht, so schnell zu machen, so Gedöns. Und es ist ohne Download. Yeah, man, jetzt geht's. Okay, man kann das mit Download machen, das funktioniert aber schon mal noch besser. Ich sage euch einfach, wie ihr euren PC ein bisschen schneller machen könnt und schneller booten könnt. Ja. Gedöns. Also wir starten erstmal mit dem ersten Teil. Mit dem schnelleren Booten. Wenn wir schneller booten wollen, also unser PC, also schneller hochfahren, müssen wir auf, ich bin eine scheiße Kälte, müssen wir hier auf Windows Gedöns, scheiße, hab ich vergessen, wie es heißt. Und dann müsst ihr MS Config angeben. Aber bei mir leckt es. MS Config. Ja, Config. Config gesagt. So, da kommt die. Ah, fick dich. Ah, Mann, jetzt hat sie mir alles zerstört, ey. Fick dich. Oh, Alter. Ich hasse mein PC. Ah, hier MS Config. MS Config. Und jetzt schnell, bevor er wieder die Scheiße zerstört. Naja. Es dauert und dauert, ich hasse meinen Laptop vor dem PC. Ja, ich muss mal drüber, ich kann das ja nicht. Ja, und da müsste es doch sein. Gehen Sie auf rein. Oh, wir warten noch ein bisschen. Der kommt schon. So, ist jetzt wieder zurückgekommen. Wir sind jetzt weiter hier. So, hier müsst ihr eigentlich nichts machen. Macht einfach so, wie ich es habe, sozusagen. So, dann auf Boot. Hier ist das Wichtigste. So. Dann müsst ihr auf Advanced Options, also erweiterte Option bei euch. Dann ist bei euch dieser Haken weg, so, dann müsst ihr jetzt draufklicken und dann eure höchste Anzahl an, richtig, eure höchste Anzahl an Prozessoren nehmen. Bei mir ist es 1, aber bei euch, ob ihr Dual-Core oder Quad-Core oder wie irgendwo was habt, das ist mir eigentlich egal, aber naja, nimmt es dann ab. So, jetzt noch was, damit ihr euer PC noch schneller machen könnt. Und zwar, wenn euer PC startet oder so gedöns, da öffnen sich Programme, die ihr nicht haben wollt. Und hier könnt ihr sie ausschalten, welche Programme ihr nicht anhaben wollt. Das brauche ich auf jeden Fall nicht. Meine Nvidia brauche ich. Ja, da könnt ihr jetzt hier tausende Sachen aussuchen, bis ihr das gemacht habt. Ne? Und dann müsst ihr nur noch auf Apple, also bei euch. Ach, ihr wisst schon, was das heißt. Apple Gedöns aufklicken. So, dann wenn ihr auf OK drückt, kommt dann das. Ja, dann müsst ihr euer PC Exit Without Start. Dann müsst ihr euer PC herunterfahren, damit das Ding funktioniert. Ich habe einfach auf Exit Without Restart, also wenn ich nochmal neu starte, dann funktioniert es. Ich hasse dich. So, jetzt haben wir... Ja, jetzt haben wir Frieden, sage ich schon. Okay, auf jeden Fall, die Aufnahme läuft noch. Oh, der zweite verdammte Trick, so eine Scheiße zu schaffen wir. Da müsst ihr auf Computer... Jo, da müsst ihr eines angeben hier. Da müsst ihr... Da müsst ihr Prozent, Temp, Prozent eingeben, dann Enter. So, und bei euch, falls ihr das noch niemals gemacht habt, dann habt ihr tausende Ordner, wie auch immer gedöhnt. Diese Ordner sind völlig unnützlich für euren Computer, denn alles, was ihr macht, speichert er. Ganz einfach. Er speichert einfach alle, jede Scheiße, die ihr macht. Also einfach nur alle Ordner löschen. Keine Sorge, da wird nichts bei euch gelöscht. Ich mache es eigentlich jede Woche so einmal. Oder seht ihr so fast 35 Megabyte so. Da müsst ihr manchmal kommen, weil ja hier, jetzt nehme ich gerade auf, deswegen kein Rack. Und dieses Debugs-File, das kann man nicht löschen, deswegen einfach ignorieren. Das denkt kein Platz. So, dann nur noch. Da gibt es noch einen Trick und das ist der hier. Dann müsst ihr Windows Image Backup eingeben, also hier wieder wie es hier so steht. Ja, und da müsst ihr euch
Manche, bei manchen von euch ein paar Augen da stehen, die könnt ihr auch löschen, da, ja. Bei mir ist es jetzt nicht mehr. Und so. Und ja. Dies war's, glaube ich, oder? Okay. Ich habe jetzt nichts vergessen. Tschüss, Leute. Von heute. Abonniert mich. Und. Ah ja, ich wollte noch kurz was fragen zu meinen Kanalen. Zu unseren Kanalen von MC und LC. Ich wollte kurz fragen. Soll ich weiter auf Camtasia bleiben oder soll ich jetzt ein anderes Renderprogramm aussuchen als Sony Vegas oder After Effects oder so? Mit After Effects kann ich mehrere Effekte reintun, aber naja, das glaube ich nicht so drin. Oder Sony Vegas und so gedöns. Also ihr könnt entscheiden und so gedöns. Ja, ihr entscheidet dann, soll ich bei Camtasia bleiben, ein anderes Renderprogramm umsteigen und so, Sony Vegas und auf den Weg so gedreht. Okay, das war's von mir. Ciao, ciao. Ich will jetzt euch nicht hier voll arbeiten.